Die verdorbenen Wachteln. Teil 12 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Eines Tages kamen ein paar Leute zu Mose und beschwerten sich. Hier gibt es immer nur dieses Brot vom Himmel. Das wird uns langsam zu eintönig. In Ägypten hatten wir immer Fleisch zu essen. Das war doch viel besser. Mose wurde wütend über die Undankbarkeit der Leute und sagte ihnen, was Gott dazu zu sagen hatte. Ihr sollt euer Fleisch bekommen. Und zwar so viel davon, dass es euch bald zum Hals heraushängen wird. So geschah es. Es kamen sehr viele Wachteln und landeten erschöpft in der Nähe des Lagers. Die Israeliten konnten sie ganz einfach auflesen und zubereiten. Sie hatten für viele Tage Fleisch. Von dem Wachtelfleisch wurden jedoch viele krank und einige starben sogar. Das war das Ergebnis ihrer Undankbarkeit Gott gegenüber.